Liebe Brautleute, liebe Hochzeitsgäste, wie wir alle wissen, werden Ehen im Himmel geschlossen. Und der hat offensichtlich schon zugestimmt. Aber es gibt auch noch einen überaus irdischen Teil der Eheschließung. Und dazu haben wir uns heute versammelt. Denn Arno Brandner und Elisabeth Wein wollen sich heute vor Ihnen und der Welt das Ja-Wort geben. Sie sind beide schon durch einige Höhen und Tiefen gegangen. Umso bedeutender ist das Ja, dass Sie sich hier geben. Sie kennen die Stärken und auch die Schwächen Ihres Partners und wollen in Liebe zu ihm stehen. Liebe erfordert Mut. Aber bei Ihnen braucht man sich da keine Sorgen zu machen. Ihr Glück kann man mit Händen fassen. Wäre ich Sie hiermit Kraft meines Amtes zu Mann und Frau. Aber warten Sie doch, Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Einen Moment um Aufmerksamkeit bitten. Auch unser Brautpaar. Die auf immerwährenden Handeln. Muss ich jetzt eine Rede halten? Damit warten wir vielleicht lieber bis nach dem vierten Glas Champagner. Genau, aber zuerst müsst ihr zwei die Hochzeitstorte anschneiden. Oh, ja. Liebe. Na, du siehst du, Frau Jungfer? Hey! Na, wie war dein Fuß zu sehen? Jedenfalls nicht so schön wie du. Ey! Was machst du? Funktioniert nicht. Zur Erinnerung für den ersten Ehekrach. Ehekrach? Was ist das? Millie und ich wissen gar nicht, was ihnen entgeht. Ja, wieso sind die beiden eigentlich gleich nach der Trauung verschwunden? Du musst einen Drink noch nehmen. Selbst dran schuld. Danke. Dankeschön.